Pour quatre sérieux, Commissionnaire, fragte schon der Joker in der französischen Version von Dark Knight. Und das fragt auch unser hübscher Gesell hier. Ja, er ist doch wunderschön, Why oder? so serious? Und weiter geht's. Genau. Ja, wir haben noch nicht ihre Freundin Da. befreit. Wir gehen erstmal weiter den Weg entlang. Wir können sie bestimmt auch später befreien. Die sitzt ja noch eine Weile da oben. Überall Liefer. Vielleicht sind das die Kleinen. Das könnte natürlich auch sein, dass das die Kleinen sind. Ein schimmerndes Steinchen hier. Oh, Fackeln kann man hier überall machen. Hallo, Kleiner. Das ist ganz Da ist gefährlich. was Giftiges angeflogen. Und jetzt singen sie wieder. Da war doch was Giftiges. Stimmt, sie hat aufgehört, als wir da waren, und jetzt sind sie wieder. Oh je. Drakenkleriker ohne Ende. Ja. Komm Du hast her! immer noch das Katana-Ausrüstung, das weißt Jo, du. alles klar. Weil die kann man ja gut backstabben. Dachte ich. Und hat auch recht. Okay. Oder auch nicht. Aber sie sterben trotzdem schnell. Außerdem bin ich ein Katana-Fan. Alter, schimmernder Lebensstab. Also auch in echt bin ich Katana-Fan. Ja. Ich habe ja ein, zwei Schwerter hier rumliegen, aber ein Katana habe ich nicht. Nur so ein Hab ich dir eigentlich dummes. schon erzählt, dass ich jetzt Kendo mache? Nö. Ich mache jetzt Kendo. Krasser Scheiß. So, Ja. jetzt aber. The Bench! Und Ah. Wunsch! Kaputt! Naja, fast. Fast Ach, guck mal, kaputt! im Wasser lauern noch welche. Wunsch! Gib mir das. Erzdrakengewand. Erzdrakengewand. Ey, krass, man kriegt hier was, was der Kleriker von Anfang an hat. Auch geil. Das Erzdrakengewand Ja, weil wird der hat, hier. der hat genau diese Rüstung. Der Kleriker ist einer von denen. Okay. Das sieht mir aber potenziell. The Bench! Ach, die spucken Gift von Ja. hinten. Spaß. Ja, weil nicht bei meiner Uni gibt es nämlich einen Kendo-Kurs und dadurch, dass ich halt Student bin. Wow. Und da ich halt Bench! Student bin, kostet der Kurs gerade mal paar 30 Euro irgendwie. Und es geht halt für ein komplettes Semester. Das komplette Sommersemester jetzt. Ist doch schön. Das heißt, kann Geil! man hier farmen. Ui, das ist nett. Das ist wirklich nett. Und sie Zwei haben so ein Sch paar Münzen, die das Glück erhöhen. Heißt, wir können Stimmt. hier. Das ist super. Scheint aber wirklich, da wo die stehen, da kann man hin. Mensch! Geht kaputt! So, über Eisen, die hier liegen. Naja, Ach, guck mal, da wird's tiefer. ja. Guck, da sieht man's richtig. Es Na, glitzert Hydra! um die Viecher immer so ein bisschen. Na, Hydra, wo bist du denn? Gott. Schon mal irgendwie Hüter können wir einbauen. Ah, sieht hier wirklich ein bisschen aus wie der Aschesee in Geil. Der So ein. Aschesee in Geil. Naja, weil er war ja wirklich nur eine weiße Düne und. Boah, das sieht Ich hammergeil habe aus. gerade eine Idee. Was ist, man ist doch nie komplett unter die Wurzeln von diesem riesigen Baum bei Dark Souls einzukommen, oder? Doch, Doch, da war ja ist der man. Aschesee. So. Na, also beziehungsweise man ist an seinem unterensten Ende angekommen. Ja, aber vielleicht geht's doch noch mal weiter. Weil, warum ist denn schon wieder Wurzeln überall? Aber dann wäre es unlogisch. Und vor allem, was ist da oben alles? Obwohl, da ist Wasser. Ein See. Oder soll es nicht sein? Ich glaube, das ist Nebel und Licht. Wo gehst du hin? Mal weiter. Ach ne, es ist Du zurück. hast wirklich heute bei diesem Ja, heute Gebiet ist einen irgendwie. Orientierungssinn wie ein Schaf. Ich mag Schafe. Mäh, mäh, mäh. So, wo geht's denn jetzt weiter? Guten Tag. Hallo. Noch ein. Ach, Nee, ein Fockgeld. Fockgeld. Ach du Scheiße. Da ist ein Pit. Und direkt links neben dir ist auch irgendwas. Guten Tag. Die Kleinen. Aloppa! Supprinch! Nix da. Na, wie geht's euch? Oh, hier finde ich das Katana echt gar nicht mal so. Wusch! Wusch! Hey, wir sind aber irgendwie ganz Oh, schön. wir reagieren nicht. Oh, er haut, außer dass er mit dem zweiten Schlag gern drüber haut. Ah. Wie ist eigentlich mit R2 der zweite Schlag? Ach, das Anrennen. Das finde ich geil. Wow, Einschlag! Yes! Zack! Aufgeschlitzt! Ja, ich hoffe, so war das vorhin. Ich wollte wieder zu der Waffe wechseln und bin dann zum Ja. Langbogen. Scheiße. Naja, jetzt bekomme ich ja so langsam meine Spielzeit. Ja. Haben wir da durch? Eher nicht, Nein. ne? Nein. Also ich das Schlüsselliste. Boah, Jawollo! drei Stück! Eins noch? Ich glaube nicht, dass man da durchkommt. Das wäre Nee, man kann sehr. nicht mal in der Kiste vorbei. Ich bin grad. Ja. Was haben wir hier noch? Eine Rosturne. Von dem Pilz. Naja, Okay. macht halt das Schluss. So, mit Mit Zielverkunft und Fockgeld, was Zielverkunft, aber eventuell gar kein Boss ist. Das muss nicht zwingend einer sein, finde ich. ja. Wer weiß. Schauen wir doch mal. So, ich nehme. Haben wir noch einen kleinen von Wir den. haben. Da. Alter. Nehmen wir den. So. Du kannst auch den einen verwenden, wir haben noch sieben von den richtig großen. Können wir mal ins Dings machen, ne? Ja. So. Zack. Und zwei Elisabeth-Pilze.
Ja. Dann? Das ist also aus ihr geworden, ja. Hat Pilze. Pilze hergestellt. Ja. Wow, was Oh, ist das nice. denn? Das sieht dann cool aus. Okay, also ich muss sagen, ich nehme mein Fazit, als wir in der Zeldora-Schlucht zum ersten Mal angekommen sind, dass es alles etwas schlechter und etwas schlechter designt ist. Also in einigen Gebieten ja, aber sie haben immer noch genug Oh, Neues. hab ich. Genug Neues und Geiles zu bieten. Ah, Zielsuche. Hörst du auf, du Spacko! Uah! Oh, das ist ein bisschen andere. Das sind jetzt, glaube ich, wahrscheinlich. Vorsicht! Verdammt, Blitzer ist verliebt. Geil! So, plus 4 ist gesichert, wir können es hier farmen. Ich muss sagen, machen wir irgendwann offscreen. Wo ist der denn? Rechts! Ach da! Da! Ach da! Mensch! Mensch! Schau doch mal! Zack, zack und zack! Zocken zum Glück nicht so viel. Noch jetzt heilen, oh, das bitte. Sieht aber wirklich nice aus. Sieht ja cool aus, ja. Also, sie haben schon echt geile. Ich stehe in einer Blume. Du bist eine Blume. Ich bin eine Blume. Fotos sind die falsche Richtung. Nee, ich wollte hier nochmal raufgehen. Ach so. Ich mochte. Du mochtest da raufgehen. Und da ist ein Lurker. Ein kleiner. Oder ein kleiner. Lieber. Lurker sind ja die Besen. So. Warte. Man kann hier bestimmt nicht springen, oder? Naja, okay, aber vielleicht von der Insel. Nee, das schafft man nicht. Hör mal. Ja, okay, probier mal. Na, ja, siehst du? Aber siehst du? Reiset ja meinen großen Erfolg. Praise the Wurzel. Praise the Sun, die durch die Wurzeln scheint. Sun. Quatsch. So. So. Wir sind zu synchron. Ach, so lustig. Da ist ein weiterer Magier. So. Ach, ich freue mich so auf Dark Souls 3 auf Next Gen. Das wird so schön. Ich freue mich sowieso schon auf Dark Souls 3. Natürlich. Wir sind noch nicht mal ganz fertig mit Dark Souls 2, aber. Das war bei mir aber wirklich so. Als ich mit Dark Souls. Es hat ja einen Grund, dass ich es immer wieder Schuss durchgespielt habe. Und zwar um die Zeit zu überbrücken, bis das nächste Spiel kommt, was mir dieses Spielgefühl wiedergeben kann. Na. Nein! Oh, Hippo! Let's üb vor the Hippos! Und Viech da. Au, oh, au. Oh. Katana. Katana-Action. So. Sehr schön. Hippo. Ja. Hippo. Hippo. Lauf. Der Hippo kommt. Hätten jetzt die... Haha. Okay. Wollte gerade sagen, schieß doch mit dem Fall im Bogen, Robin. Nee, komm. Wir müssen die üben. Wir müssen die eh noch besiegen vor dem Sarg. Wir können auch bei dem Sarg mit Fall im Bogen hier schießen. Ja, schon mal in den Sinn gekommen. Ja, noch da einer? Scheiß, nee. Da ist nur noch so ein. I don't like the hippo, let's the motherfucker burn. Burn, böser Hippo. Burn. Okay, alles klar. Alter, wir machen immer noch keinen Schaden. Ja, ja, aber das ist jetzt ja auch. Das ist jetzt aber auch Hyper-Hippo, musst du bedenken. Na gut, das ist Hyper-Hippo. Die sind ja alle stärker als vorher. Na. Blöd ist, dass da Steine sind, über die man allen Ernstes nicht rüberrollen kann. Ey, okay, tschüss, Hippo. Obwohl, geht's hinter dir noch lang? Nö. Ja, warum soll denn dann ein Hippo da sein? Um einen zu ärgern. Nee, warte mal, schau mal gut nochmal links. Oder hinten? Da. Was ist das da? Naja, schmeiß dich mal hin. Wir haben keine Angst mehr vor dir, Hippo. Nur wenn du zu zweit bist. Nein! Ah! Wir haben noch Angst vor dir. Wir geben es ja zu. Ein bisschen vielleicht, aber nein, wir haben keine Angst, aber wir haben den nötigen Respekt vor dir. Okay. Verdammt. Leck mich am Arsch. Wir haben uns einfach eiskalt seinen Arsch zu drehen. So unwichtig bin ich also. Ja, nein, nicht greifen. Nicht greifen. Ha, ich glitsche nicht rein. Warum bin ich da was reingeglitscht? Das ist unfair. Weil es Hyper-Hippo ist. Hyper-Hippo braucht so als Blinkblinker. Vom Männerprotest. Reiche. Hyper-Hippo braucht solch billige Methoden nicht. Aber ich finde ihn irgendwie leichter als die anderen. Naja, ist der halt erste Hippo ist tot. Naja, er ist halt alleine. Ja. Das ist der wesentliche Unterschied. Der Hipp ist tot. Der Hipp ist tot. Ja, aber guck mal, da ist nur... Da wird ein Blümchen warm. Kommt denn da? Ein Blümchen? Da hinten kommen wir her, ja. Ich hätte doch gerade irgendwas aus der Entfernung gesehen. Du doch auch, oder? Ich hab's schon auch angeregt. Wow,
Warte, geh nochmal auf die Inseln, schau nochmal in die Richtung. Mal kurz da nochmal hoch und ist man da, wo Hippo war. Ja, da halt. Nein, 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 warte, weiter links, weiter links. Links. Die Insel. Rechts, ganz langsam. Da! Siehst du, da ist doch was! Kann ich auch eine Spiegelung jetzt. Nee, da ist was, da ist was. Okay, jetzt muss ich sich reinlegen lassen. Mach die Kamera anders, mach die bitte nach oben so. Warte mal, ich will nur mal was probieren, wir haben ja genug. Ob man es vielleicht besser sieht dann. Achso, mit der Hand. Oh ja! Gute Idee. Ah, das ist ein Magier! Aber hier links ist doch Abgrund, ne? Sehe ich doch richtig. Ja, wow. Ja, geil. Oder warte, warte, oh. Warte. Oh, und? Du hast kein Schild. Oh Gott. Ja. Oh, jetzt ist die Fackel noch nicht aus, ja. Das war logisch. Okay. Boah. Bumm. Oh Gott. Oh. Dann nehme ich nämlich das Magie-Schild, ich depp. Aber da ist ein Loch, auf jeden Fall. Sicher? Nee, da geht. Warum sind da. Nee, guck, da geht's auch. Ach so, man muss immer links, rechts, guck mal. Ja. Geh jetzt auch wieder links. Links. Alles klar. Boah. Wenn er hier steht, dann muss es ja hier. Okay, oh, 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 oh. Sehr gut, sehr okay, gut. Okay, okay, okay. Gut. Also hinter der Säule kann man auf jeden Fall stehen, so viel ist sicher. So. Ja, ein Item. Okay, jetzt bin ich gespannt, was ist da? Netter Weg. Boah. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Jawoll! Okay. Guck mal, das hat sich doch gelohnt ich sogar. Ich mach die Fackel wieder an, wenn ich da. Ja, natürlich. Wir haben genug von diesen komischen Schmetterlingen. Dann sieht man den Weg wirklich deutlich besser. Ja. Hat sich doch gelohnt. Habe ich doch nicht gesehen. Guck mal nochmal hinter dich, aber. Nee, der da geht, ist der jetzt geht nicht mehr weiter, wa? Nee. Okay. So. Na, das hat sich doch gelohnt. Da haben wir schon 11 Estes-Lampons, denn wenn wir den einlösen. Das ist doch cool. Okay, es geht also über 10. Ich hatte ja die Vermutung, dass 10 vielleicht das Maximum ist. Ja, aber. Ich glaube eher, dass. Ich würde mich wüsste nicht, wenn 20 das Maximum ist. Oder, wer weiß, vielleicht geht es sogar in Game Plus, dass man da wieder neue Scherben finden kann. Und dann hat man 50. Ja. Obwohl es dann wieder zu einfach wäre. Hm. Obwohl es gibt ja Gegner, bei denen nutzt es eigentlich viel. Beim Rattenkönig, also bei dem Vorhut zum Beispiel Typ, ob man da jetzt Flakons hat oder nicht. Ja, war völlig egal. Wurscht. Rattenkämpfer meinst du, aber der Vorhut, da ging's. Ja, meine ich doch, ja. Okay. Okay, Schnuckel und. Liegt da nur so? Da ist ein Gegenstand. Okay. Schön. Und wer ist denn? Sicher, ist sicher. Okay, okay, ist wirklich tot. Okay, wenn da eine Tür ist, dann wird ja wohl. Da, direkt davor ist nicht. So. Okay, da kommt sofort Abgrund. Rechts. Ist denn rechts? Ah! Oh Gott, ich glaube, da kommt jede Menge angeflogen. Auf Spieß! Ich glaube, ich kann hier durch. Ja. Boah, wie viele sind das? Das sind, glaube ich, Frauen, oder? Ja. Vom Schrei her. Der Schrei hat sich gerade sehr weiblich angehört. Obwohl, also von den Feuermagiern, der Schrei hat sich sehr männlich angehört. Von daher. Aber. Vielleicht sind das auch die Kleinen. Nein! Nein! Boah! Okay, nice. Wow. Oh Gott, jetzt nein, Vorsicht! Oh Gott! Wow. Nein! Oh Scheiße, oh Scheiße. Nein! Damn you! Der Spawnfire ist irgendwo ganz hinten, ne? Ja, aber der Weg ist an sich, wenn man nicht komische Seitwege nimmt, ist er eigentlich relativ straight. Aber durch. Through. Ein sauer mächtiger Teil. Aber gut, wenn ich jetzt heute nicht mehr drankommen sollte, wäre es für mich auch okay. Jetzt bin ich zufrieden. Hab ich zumindest mal eine Stunde gespielt oder so. Hast einen Boss erledigt. Jo, das ist 11, 11 zu 11 oder 12 zu 12? Das ist 11 zu 11. 11 zu 11 gemacht. 22 haben wir gekillt. Ich muss sagen, ich glaube, das ist bis jetzt mein Lieblingsgebiet. Das gefällt mir sehr gut. Boah, es ist nicht schlecht, also. Ich weiß nicht, was mein Lieblingsgebiet ist. Und das Eisenschloss war ich auch geil. Genau, Eisenschloss finde ich eigentlich auch wirklich cool. Also, wie gesagt, ich finde es ja auch nicht schön, dass die eigentlich so recyceln.
aber dass teilweise, dass diesem Spiel vorgeworfen wird zu recyceln und dann teilweise in anderen Spielen. Na jawoll! Jawohl. Ja, und dann teilweise in anderen Spielen. Ach, das war die Axt, ja. Zum Beispiel so, wer ich zum Beispiel auch die Dragon Age Reihe mag, also den ersten Teil mag, den zweiten dann nicht mehr. Mhm. Das ist immer High Fantasy. Das sind immer Elfen, das sind immer Schlösser, das sind immer Wälder. Ja. Und also in jedem Fantasy Game wird eigentlich immer erklärt. Und hier kommt, sie haben schon wieder ein Schloss gemacht. Wo ich so denke, ja, es gab halt Schlösser nun mal. Ja. In dieser Zeit. Aua. Und ich finde, sie erfinden auf jeden Fall immer das Katana, das ging echt geil. Irgendwie das Katana. Ja, und ich finde, sie erfinden immer noch genug Neues. Also mittlerweile hat es mich wieder wichtig, muss ich sagen. Ja, das ist so wahr. Es macht wirklich Spaß, also so ist es noch nicht. Ja. Zwischendurch war ich wirklich so, okay. Ja, nein, es war halt dieser eine Stelle mit diesen Gemeinschaft, also wo einfach so viele hintereinander kamen, so viele Bosse, wo einfach nur, ach, dachte einer würde ausweichen. Nee, es war zweihändig. Ach so, deswegen. Aber hier Double Kill. Also wie gesagt, an der Stelle, wo halt so viele mehr Boss, also mehrfach Boss auf einmal kamen. Das war halt wirklich die Stelle, was echt. Ja, aber wirklich so im Nachhinein finde ich es irgendwie fast schon wieder okay. Oh, der war doch nicht schlecht. Weil, wie gesagt, es waren halt die kleinen Zwischenbosse. Und jetzt bei den größeren liefern sie ja wirklich ab. Ja. Oh. Nein, das gibt's doch nicht, ich bin tot. Scheiße. Also was ich ihnen übel nehme, ist das mit den Ruinenwächtern. Wo jetzt vier sind. Ja. Vielleicht auch fünf am Ende, man weiß ja, es ja nicht. Weiß. Das nehme ich ihnen übel. Es gegen Vampir. Flock, Pfahl. Alle dasselbe, na na. Gut, das war kurz. Siehst du, mir tut der Alkohol nicht gut. Ich kann mich schon nicht mehr konzentrieren. Das sieht allein schon so geil aus. Ja, das ist wieder schon cool. Whee! Also das Eisenschloss war echt genial mit der ganzen Lava, wie es einfach so aussah. Drang Lake Schloss war auch geil. Was? Das Drang Lake Schloss. Also Drang Lake Schloss. Dann noch Irrenspitzen. Die sah auch cool aus. Ja, sie haben auf jeden Fall schon... Oh, andere Seite. Ja. Sie haben schon einige Gebiete. Welche ich jetzt wirklich nicht so hübsch fand, war jetzt so, ich finde die Zeldora Lichtsteinbucht, die war zwar jetzt schon neu, aber irgendwie fand ich die so, ich weiß auch nicht. Dieses Gebiet werde ich in Erinnerung halten als Dat Asi. Ja, Dat Asi. Obwohl wir, glaube ich, einfach nur zu früh am falschen Ort waren. Könnte auch sein. Weil jetzt so beim zweiten Mal war es ja wirklich eigentlich nicht mehr so schwer. Es war nicht so schwer, ja, ja. Es ging eigentlich. Also, aber ich finde auch, dass das, wie gesagt, das mit den Gemeinschaft da, dieser Boss, dieses Zwischending, dieser Kathedrale hinter dir. Oh. Doch, siehst du, haha. Zack. Okay. Oh. Zack. Also mit der Kathedrale, mit dieser Gemeinschaft, mit diesem komischen herumwandernden Markus, was das nochmal war. Das war so ein Boss, der war, das war so unnötig einfach nur. Oh, jetzt, die tötet sie nicht, auch zweihändig. Ist ja komisch. Hm. Wer weiß. Who knows? Nobody knows. The trouble I've seen. Nobody knows but the Ramis. Achso. Weil du warst ja dabei. Jawohl. And the Watchers. And the Grauton. And all the other people. All the peoples in the world. To speak very good English again. The bench. Welcome to our English Let's Play from Dark Souls 2. Very welcome to our channel, Grauton. Gaming. Gaming. We are hoping very much that you like us. Please give us a thumb up. Thumb up. Daumen nach oben, was ist das Englisch? Wow, Erzdrachen. Ja, gerade so nicht. Wer sind denn die Erzdraken? Helm der Erzdraken-Sekte aus Lindale. Eine Sekte. Man weiß nicht viel über den Erzdraken-Sekte und ihre uralten Rituale. Doch es heißt, und ihr selbst im Angesicht des Todes standhafter Glaube, hätten sie einst zu starken Rivalen der Drangleic-Truppen gemacht. Und so einen kann man spielen. Nicht schlecht. Schränger Scheiß.
Aber die Rüstung ist definitiv besser als die der am Anfang hat, nehme ich mal an. Ich glaube auch. Er hat gar keinen Helm. So, wir haben ja hier alles von denen. Ich gucke nur mal kurz. Nee, Gewand haben wir noch gar nicht, wa? Doch da, oder? Nö, Fahrrahmen. Da ist es. Ach, da, Erzdrakengewand, das ist schlechter als unsere Geile. Okay, also die Hexe ist immer derselbe. Ja. Handschuhe. Ja gut, die kommen wahrscheinlich eh nicht in Frage, außer sie geben uns auch mehr Seelen. Ja. Also ich glaube, Handschuhe werden wir, glaube ich, egal. Ja. Ich glaube, Handschuhe werden wir nie wieder wechseln, weil einfach, die haben so einen geilen Seelenbuff noch drauf. So, wo ich nun gerade hier sicher inmitten der ganzen Leaper stehe. Ja. Die heißt jetzt einfach Leaper, so. werden wir die Folge beenden. Das sieht so geil aus. Ja, feiern unseren Helden. Also ich glaube, diesen Helm werden wir auch nie wieder absetzen. Ja, ich muss sagen, ich glaube, wenn wir den Helm von denen hätten, fände ich es sogar noch geiler. So eine komplett schwarze Rüstung mit ja, Cape. Das wär auch wir sind Batman. Und der Joker gleichzeitig. So. Bad Joker wird dann beim nächsten Mal weiterziehen. So heißt der Held jetzt. Ja, und wir sehen uns dann, euer Gauton. Und euer The Ramen. Ciao. Yes, Science.